Willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Kaizo Crystal. Wir werden gleich mal zu Beginn spulen, für alle die nicht gerne spulen sehen. Nee, wir wollen heute den nächsten Arena-Leiter in Andemi 70. Ich habe alles auf 70 trainiert. Wir sind nicht mal so overlevel, kann ich euch sagen. Ich glaube, die sind alle so auf 63, also gar nicht so viele Levels oben drüber. Ich dachte einfach, das ist so eine schöne runde Zahl. Ja, ich weiß gar nicht, kann ich hier irgendwo noch Tränke holen? Weiß ich gar nicht. Nein, halt auch hier. Ich glaube, der gibt mir... Ich glaube, bei dem kann ich nur diese komische Medizin... Ah, doch, hier kann ich was holen. Hyper Potion. Ich nehme mal trotzdem mal 4-5 mit. 4-5, genau. So, ich habe irgendwie so wenig Kohle irgendwie, sehe ich. Egal. Wir probieren es mal. Ich weiß nicht, ob ich ihn schaffe, den Arena leider. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, ich habe nicht wirklich die gute, perfekte Strategie. Also ich habe schon eine Strategie in dem Sinne. Aber er ist sehr schwierig. Ich werde wahrscheinlich... Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn schlagen kann. Denn er hat ein Magma und ein Psycho. Genau, ein Hypno. Ein Psycho. Ein Hypno. Und ich weiß nicht, ob ich die weghauen kann. Weil ich nicht wirklich was habe, was super effektiv gegen die ist. Wir werden es gleich sehen. Ich bin gespannt. Lass uns... So, you come this far? Let me tell you, I'm tough. My Pokémon will crush stones and shatter bones. Watch this. Hat einen Stein weggehauen. They're scared now? Are you? What? It has nothing to do with Pokémon, that's true. Come on, shall we do a battle? Okay. Haben wir ihn, ich glaube, er startet mit einem Quappo, so viel ich das noch im Kopf habe. Chuck, der alte Zwiebelschneider, hat ein Poliwag. So, mal schauen, wie viel Steven Schaden rauszimmert mit Donnerblitz. Donnerblitz! Müsste eigentlich auf Gelb stehen bleiben, bin ich mir fast sicher. Okay, ich nehme alles zurück. Okay. Was ist das nächste, was ein? Das ist ein Ursaring. Da haben wir ja den Sinox. Ursaring. Brrr. Der kratzt sich am Bauch. Der hat auch so eine schöne Zielscheibe auf dem Bauch. Da kann man mit Submission reinzimmern. So, wieder möglichst physisch angreifen. Brrr. Der müsste jetzt aber auf Gelb stehen bleiben. Ja, oder auf Rot. Ja, der tut weh. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich müsste auf Gelb stehen bleiben. Ja, genau. Er müsste jetzt eine Full Restore einsetzen, genau. Da spule ich mal schnell. Macht ja in dem Sinn nicht viel Sinn. So! Wupp, genau, sehr schön. So! Zwei sind down, ein Hypno. So, und jetzt komme ich dorthin, wo ich nicht weiß, was ich einsetzen soll gegen ihn. Ja, machen wir mal den Coffings. Blödes Vieh. So. Oder hätte ich den anderen einsetzen sollen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich hätte machen sollen. Bum, 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 bum. Brsch. Schauen wir mal, wie viel Schaden wir reinzwiebeln. Zu wenig. Viel zu wenig. Viel zu wenig, viel zu wenig. Ich wechsle auf den Chef. Ich habe falsch gespielt. Das ist nicht gut. Naja. So, dann schön Double Edge. Double Edge! Müsste ihn eigentlich töten? Jawohl! Sehr schön. Sehr schön und down. Sehr schön. Ja, hätte ich von Anfang an machen sollen. Ist ein bisschen ärgerlich, aber egal. Was kommt jetzt? Sein Magma kommt jetzt. So,
Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich könnte Sinox aufheilen. Das mache ich auch. Brrrm, brrrm. Genau. Magma wird schneller sein als ich. Egal, was ich mache. Deswegen werde ich die Hyperportion einsetzen auf Sinox. Weil Sinox kann ihn mit Antique Power, hat er nämlich gelernt. Und Antique Power ist eine starke Attacke. Genau, wird jetzt Flamethrower einsetzen. Das kann ich ja squeezen. Das wissen wir ja, dass er das nicht überlebt. So, Sinox! Wir müssen jetzt hoffen, dass wir zuerst angreifen dürfen. Antique Power! Weil, es ist so, der kann Donner Punch. Und Donner Punch ist eine böse Attacke. Jawolla! Sehr schön. Down ist er. So will ich das sehen. So. Elektrabass. Wollen wir es probieren? Wir probieren es. Komm. Antique Power! Ja, okay. Das werden wir wohl nicht überleben. Ich wusste nicht, dass er schneller ist als wir. Da wird mich wahrscheinlich one-shotten. Ja, das... Ah, ein Crit. Egal. Wir haben noch ein paar am Start. Wir können uns immer noch erwehren. Scheiß blöde Paralyse haben wir hier halt drauf. Ist ja egal. Aua. Ach, Mensch. Spulen wir schnell. Okay, sehr schön. Hammer. Sehr schön. Hat nur noch ein Primape. Nein, werden wir mit dem Sinox möglichst viel Schaden rauszimmern. Mit Donnerblitz, weil wir schneller sind als er. Vielleicht können wir ihn ja sogar noch verwirren. Bam. Der ist ja eher auf physische Dings eingestellt. Sehr schön. Earthquake. Vielleicht überleben wir das sogar, wer weiß. Badam. Ja, haben wir den fünften Arena-Leiter ja doch geschafft. Wir haben noch zwei Poké. Okay, jetzt müssen wir hoffen. Jetzt ist der Fly unsere letzte Hoffnung. Go for it, Fly. Ich glaube nicht, dass wir das überleben. Ich glaube... Bitte überleb! Jawohl! Dim, 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 dim. Jawolla! Gewonnen haben wir! Sehr schön! Perfekt! Das war unnötig spannend! Unnötig spannend, muss ich sagen. Oh, jetzt bin ich gerade echt ein bisschen erleichtert, muss ich zugeben. Ich habe gestern noch mit dem Herr Riese drüber geredet, ob ich den Arena-Leiter schaffe und hätte nicht geschafft, dass ich. Nicht geschafft, hätte nicht gedacht, dass ich ihn so schnell schaffe. Ja, puh. Gottes Willen, ja. Dynamic Punch haben wir noch gekriegt. Attacke, die ich eigentlich nie beibringe. Andere Seite, glaube ich, ist es. Nee, doch, war doch richtig hier. Ja, haben wir den auch geschafft. Sehr schön. Wupp, sehr schön. Und, ja, dann können wir uns hier noch schnell Fliegen holen. So, ja, dann spielen wir schnell. Danke und danke und zack, 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 jawohl. Dann holen wir uns hier noch schnell die Spezialmedizin für Sabrina. Ah ne, die können wir uns ja erst später holen, glaube ich, wenn wir mit ihr geredet haben. Und im Pokémon-Leuchtturm waren wir ja noch nicht. Egal, wir gehen uns erstmal schnell aufheilen. So, dann Pack, dann holen wir uns schnell Fly. Nicht den Fly, sondern Fly. Der Fly erlernt Fly. Ja, das sind Geschichten, die das Leben schreibt. So, was nehmen wir denn weg? Ich glaube, wir nehmen ihm Nightshade weg. Genau, sehr schön. So. Und dann können wir nämlich zurückflyen. Denn wir haben soweit hier alles abgeschlossen. Dann tue ich noch schnell speichern. So, dann tun wir ganz schnell, können wir gleich Fly einsetzen. Earthquake City, genau. Erratic City ist das, ja. So, ich brauche jetzt nämlich noch Replies, also Sell. Ich möchte nämlich dieses Apricot-Zeug verkaufen.
Brauche ich nämlich nicht. Den Äther behalte ich. Aber das andere, das kann er haben. Das will ich nicht. So, schnell, ich spule das mal schnell. So, ich habe noch ein paar Replies. So, dann brauche ich noch Super Reply. Wie viel habe ich jetzt von denen? Werde ich mal sehen. Wenn ich über 10 habe, sollte das eigentlich reichen. Nein, soll ich zurückgehen? 12. Ja, hoffen wir, das reicht. Denn jetzt kommt nämlich das, was wieder Kaizo ist. Nämlich müssen wir jetzt durch diese Kackhöhle durch. Und ja, das macht schon jetzt keinen Spaß. Keine 3 Sekunden. So, ihr seht. Och Mensch, halt die Fresse. So, okay. Wir waren ja hier letzt stehen geblieben. Genau. Habe ich Stärke vergessen? Nee. Nee, jemand hat doch Stärke. Habe ich einen Bug wieder oder was? New Strength. Machen wir es halt so. Wenn er mich nicht anwählen lässt. So, ja, gucken wir uns hier mal um. Wir haben hier so eine richtig große Höhle, wo man sich verlaufen muss. Wo man sich verlaufen muss. Ich betone auf muss. Ist wirklich verwirrend hier. Ich habe mal per Zufall leider ein Video gesehen über diese Höhle. Und habe mir sagen lassen, das soll sehr verwirrlich sein hier. Water is nice. Sehr schön. Muss ich hier rein oder muss ich hier rüber? Ich guck mal schnell einfach. Okay, ich muss hier sogar rein. Oh, hier ist ein Hyper Potion, haben wir gefunden. Sehr schön. Glaube ich, muss hier durch. Wie ist es eben nicht? Es ist wieder so eine Höhle, die. Verdammt, der Effekt ist schon weg vom ersten Super Reply. Ich glaube, ohne Schutz hier wird man hier wahnsinnig. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Will ich hier rüber? Guck mal schnell hier oben, ob ich. Da komme ich eh nicht weiter. Weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt durch will. Ich glaube, ich will hier durch, aber bin mir nicht sicher. Oh, hier ist ein Wasserfall. Okay, hier kommen wir also nicht mehr zurück. Was ist hier für ein Item? Ich nehme mal alle Items mit. Oh, ein Äther kann man immer gebrauchen. Dann später für die Top 4. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich den fünften Arena-Leiter schlagen kann. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Davon wäre ich jetzt nicht ausgegangen. Und jetzt ist ganz fies, hier nicht rausgehen, weil hier kommt man nämlich nicht zum Ausgang. Das ist nämlich eine Ente von dem bösen, bösen Heckmacher, der einem dann auslachen will. Ich speichere hier nochmal schnell, einfach, weil ich nicht weiß, wenn der Emulator sich mal... Macht er ja sonst eigentlich nicht, aber wenn er sich mal entscheiden würde abzustürzen, dann wären wir... Aber jetzt haben wir natürlich wieder 1000 Wegmöglichkeiten hier. Ja, das ist natürlich. Ist natürlich weniger lustig. Okay, hier kann ich nicht durch. Hyper Potion, sehr schön. Ja, die Höhle der Unendlichkeit. Er hat geklingelt zwar, ich weiß, aber... Guck
komme ich auch nicht durch. Ach, und hier komme ich. Ja, super. Ich einmal im Kreis gelaufen. Komme ich denn da irgendwo hin? Ah, hier drüben kann ich noch durchlaufen. Nein, ist auch nur ein Item. Ach, Mensch. Jetzt mache ich es mir unnötig selber schwer. Mal schnell, so. Wo kann ich denn hier... Also, hier kann ich ja nicht durch, oder? Hier komme ich ja auch nirgends durch, oder? Ah, von da oben komme ich aber. Was ist hier eigentlich? Hier ist auch nichts. Schwimm mal schnell. So, hier war doch noch was. Genau. Sehr schön. Das sind Trainer. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Jungs und Mädels, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Kaizo Crystal. Auf Wiedersehen.